Herzlich willkommen zusammen, Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier zurück in Thüringen auf unserem Community-Server. Und ich habe hier mein Mähwerk aus dem Winterschlaf geholt. Ja, wir haben jetzt hier April. Gras ist reif. Dieses Jahr erstaunlich sehr, sehr früh. Und wir fahren jetzt einmal zum Feld vor. Und weil die nächsten Tage so schönes Wetter ist, gehen wir jetzt einfach mal Heu mähen. Also ist tatsächlich schon sehr, sehr früh. Sag mal so, Richtung 25. April habe ich schon mal in Realität Gras gemäht. Ja, vielleicht war es auch schon Richtung 20. Aber das ist so normalerweise eigentlich das höchste aller Gefühle. Gut, vielleicht regional ein bisschen unterschiedlich. Aber wie ihr hier seht, ja, die Wiese, die ist einfach mal reif. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal Maschinchen ausklappen. Breitablage müssen wir aktivieren. So, genau. Und wir machen das direkt aufbereitet. Kann es auch schon losgehen. Ah, Moment, Moment. Es geht doch nicht. Dieses Gras hier lässt sich nicht mit dem Aufbereiter mähen. Ist ein ganz spezielles Gras irgendwie. Ja, das geht nicht. Deshalb mähen wir es so, aber Breitablage. Dann kann direkt die Sonne kommen und kann das Ganze hier so ein bisschen anwelken. Warum mähe ich denn überhaupt Heu? Moment. Das war eindeutig die falsche Taste. Genau, warum mähe ich denn überhaupt Heu? Ich brauche Heu. So, und Heu üblicherweise, der erste Schnitt, da kommt am meisten bei rum. Da sind die Kräuter am saftigsten. Daraus macht man richtig leckeres Heu. Ich habe ja jetzt letztes Jahr mehr Kühe gekauft. Die werden auch Nachwuchs geben, bringen. Dann habe ich noch mehr. Das heißt, ich brauche da einfach von Mal zu Mal mehr, mehr und mehr Heu. Es ist jetzt eh schon so, wenn ich rüberschaue auf meinen Hof, dass da nicht mehr viel im Lager ist. Also gut, ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen im Lumpen verkauft, weil bei dem war komplettes Heu aus. Aber ich will auf gar keinen Fall im Winter dastehen und dann sagen müssen, hey, ich habe kein Heu mehr, wo kriege ich das Heu jetzt her? Weil wenn ich dann hergehen muss und muss zum Händler gehen und muss dort Heu kaufen, das wird teuer, das wird richtig teuer. Das wollen wir nicht. Und ja, ich kann euch ja sagen, dass ich sehr, sehr viel andere Früchte zum Häckseln für Silage dieses Jahr anbauen werde. Wobei wir werden auch noch aus anderen Früchten Heu machen. Der ein oder andere weiß sicherlich schon, was ich meine. Aber ja, also silagetechnisch brauche ich mir da absolut keine Sorgen machen. Ja, eine Art, wie ich Silage machen kann, werdet ihr quasi im nächsten Video dann schon erfahren. Aber alles der Reihe nach. Jetzt mähen wir erstmal hier schön unser Heu mit unserem Pöttinger hier. Schmetterling
Frontmehrwerk, hinten natürlich dann der Schmetterling, genau. Und ich weiß jetzt nicht, welche Mehrwerker das ihr so bevorzugt. Welche das ihr so auf eurem Hof habt, in Realität oder im LS. Beziehungsweise, was habe ich denn hier eigentlich gerade für einen Stuss gelabert? Ich habe doch gar keinen Pöttinger, ich habe doch ein Querneland. Keine Ahnung, wo ich da gerade war. Egal. ich wollte darauf hinaus, dass ich mit Pöttinger Mähwerkern aufgewachsen bin. Also, Frontmähwerk. 2 Meter, 2,5 Meter Arbeitsbreite. Ich glaube, das kleinere hatte 1,80. Das erste, was wir hatten. Und wir hatten dann aber jetzt nicht irgendwie für hinten Schmetterling oder so, sondern wir hatten für hinten nur ein Seitenmähwerk. Also ist dann quasi nur die eine Hälfte hier. Kann man sich ja auch hier im Shop holen. Und damit ging es dann los, wenn wir Heu gemacht haben. Eigentlich beim Silieren auch. Weil da gab es irgendwie keine Breitablage oder Schwadablage, so irgendwie in der Art zum Umstellen. Du hattest immer nur die Standardoption. Ab aufs Feld und dann Man, 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 Hektar, Hektar, Hektar. So machen wir das jetzt auch. Weil ich habe jetzt gerade diesen Monat tatsächlich nur diese Wiese hier, was reif ist. Die anderen, die brauchen alle noch ein bisschen. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich die Wiese letzten Herbst nicht mehr gemäht habe. Also ich glaube im September zuletzt, vielleicht auch Oktober, ich weiß es nicht mehr. Gut, ist so. Nehmen wir mit, wenn wir es jetzt reif da haben. Genau, wird gemäht. Wird ein bisschen liegen lassen, dass die Sonne ein bisschen kommen kann, so ein bisschen anwelken kann. Und dann kommt später auch direkt der nächste Arbeitsschritt. Heuwenden. Da kommen wir dann gleich im Video auch noch dazu. Aber jetzt mähen wir erstmal hier. Was sind das? 7 Hektar waren es, glaube ich, das Feld hier. Also, wenn wir auf dem Hof Heu gemacht haben, dann waren es so die steilen Hanglagen. Die werden und wurden jedes Jahr zu Heu gemacht. Ja. Da hat es sich auch einfach nicht gelohnt, irgendwie anders da reinzufahren, weil das war einfach viel, viel zu steil. Muss halt sich überlegen. Wenn ich was auf den Ladewagen auflade, frisches Gras ist schwer und Ladewagen ist hoch. Heißt, hoher Schwerpunkt. Wenn ich jetzt natürlich Heu auflade, Heu ist im Vergleich zu der Eigenmasse des Ladewagens sehr, sehr leicht. Und dann kann ich hochladen und der Schwerpunkt ist trotzdem niedriger wie mit Gras, frischem Gras, und damit ist die Kippgefahr am Hang deutlich, deutlich niedriger. Ja, also die steilen Hänge, die haben wir tatsächlich erst später im Laufe des Jahres gemacht. Aber wir haben auch so normales Heu gebraucht und da mussten dann halt die Standardwiesen herhalten. Das hat die Gang hat von Jahr zu Jahr einfach durchgewechselt. Und ja. Einfach schauen, wann passt das Wetter, wann sind ein paar schöne Tage. Dann wird es gemäht. Meistens haben wir damit so Mitte, Ende Mai angefangen, das erste Mal Heu zu machen. Und in der Regel dauert es so 3 Tage und dann ist es auch fertig. Wenn es besonders heiß ist zu dem Zeitpunkt schon, dann kann man auch ein bisschen schneller sein, aber kommt ganz auf die Sonne drauf an. Man muss halt auch immer bedenken, je früher im Jahr, dass man das Heu macht,
Wenn da die Nächte noch ein bisschen länger sind und die Sonne noch nicht so viel Kraft hat, dann kommt nachts gerne noch mal so ein bisschen Tau, so ein Reif. Ja, Reif ist eher, wenn es friert, aber so ein leichter Tau auf das schon angetrocknete Gras obendrauf und dann ist halt auch wieder so, Feuchtigkeit ist da, die muss dann halt erst wieder weggetrocknet werden jeden Tag und es zögert das Ganze halt ein bisschen hinaus. Ja. Gemäht, gewendet, gewendet, gewendet. Dreimal. Manchmal auch nur zweimal. Also viermal habe ich tatsächlich selten ein Heu gewendet. Man muss halt auch aufpassen, wenn man es Heu zu oft wendet. Je trockener das Gras ist, umso brüchiger ist es. Ist ja logisch. Und wenn ich brüchiges Gras dann wende, das wird ja quasi auch geschlagen von den Zinken, dann bricht es. Wird kürzer und kürzer und irgendwann habe ich dann halt nur noch ganz kurze Grashelmchen auf dem Feld rumliegen, die kriege ich ja dann auch nicht mehr zusammengesammelt, da ist ein Verlust dann viel zu hoch. Aber ich würde sagen, auf die weiteren Details zum Wenden gehe ich dann gleich ein, wenn man Wände haben. Jetzt mache ich mich erstmal dran, dass ich das Feld hier voll in Gänze mähe und wir sehen uns gleich wieder. Jawohl, ich habe alles gemäht. Es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, das Gras ist ein bisschen angetrocknet. Und jetzt können wir hier tatsächlich zum allerersten Mal mit dem Wender einmal drüber fahren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt quasi auch direkt einmal ausklappen. Ui, der ist doch ganz schön breit. Der sah gerade eben ein bisschen schmaler aus in der Garage. Und jetzt fahren wir hier schön drüber und wenden unser Holz zum ersten Mal. Und ja, schaut mal her. Wir haben hier außen eine Grasnarbe. Und unser Wender, der wirft das Gras quasi in das stehende Gras rein. Das ist gar nicht gut. Dafür gibt es jetzt zum Beispiel aus dem Premium DLC, welches wir leider nicht hier auf dem Server haben, noch nicht, vielleicht ändert sich das demnächst, ein Wender, der extra so ein Schwarttuch hat, damit es nicht da draußen fliegt. Ich hätte es natürlich auch hergehen können und das außenrum einmal eine Runde nach innen schwarten oder so. Aber es gibt natürlich auch noch in Realität die Möglichkeit, dass man den Wender schräg hinterherlaufen lässt. Jetzt ist er gerade zum 90-Grad-Winkel zum Traktor. Aber stellt euch vor, er wäre schräg und der Winkel wären keine 90 Grad. Dass quasi die linke Seite weiter vorne ist wie die rechte Seite. Dann würde es quasi dafür sorgen, dass das Material Richtung Feldmitte geworfen wird. Und damit hat man dann das Problem nicht, dass man hier zum Beispiel frisches, nasses Gras irgendwie losreißt. Also jetzt in Realität natürlich. Passiert im LS jetzt nicht, also theoretisch könnte uns das egal sein, aber ich erwähne gern solche Sachen für all diejenigen, die sowas nicht kennen und nicht wissen. Ja. Erster Wendevorgang. Heute früh gemäht, jetzt ist Nachmittag. Genau, dann darf das noch ein bisschen trocknen bis spät in die Abendstunden. Ach, die Schäfchen, die schreien auch schon, die riechen schon das frische Gras wahrscheinlich. Genau, am nächsten Tag dann, da lassen wir das Heu dann noch ein bisschen, so vielleicht gegen 11, 12 kann man dann rausgehen, können wieder wenden. Dann nachmittags nochmal.
Und am nächsten Tag, am dritten Tag, ist es dann auch schon eigentlich fertig. Es gibt tatsächlich auch eine Methode, die hat unser Nachbar immer gemacht. Und zwar, wenn es nachts irgendwie ein bisschen, ja, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass es ein bisschen Luftfeuchtigkeit gibt, ein bisschen Tau, dann ist der hergegangen und hat abends sein ganzes Heu einmal auf Schwad gelegt, dass einfach die Oberfläche kleiner ist, sobald die Sonne weg war. Und am nächsten Tag hat er es dann schon ein bisschen früher morgens um 9:30 wieder gewendet. Also wieder verteilt. Damit hat er einfach, ja, so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Fläche, wo jetzt Feuchtigkeit sich auf dem angetrockneten Gras, muss man ja sagen, ist ja noch lang kein Heu, dass die kleiner ist. Aber da muss ich jetzt natürlich sagen, wir haben das nie so gemacht, hat immer nur er so gemacht. Ja, wir haben dann die Ballen für ihn gepresst, also trocken war es, das kann ich bestätigen. Aber inwieweit das jetzt wirklich was bringt, da müssten wir eigentlich auf einem Feld das Feld, die Wiese in die Hälfte teilen, auf der einen Hälfte so machen, auf der anderen Hälfte so machen und dann mit dem Feuchtigkeitsmessgerät kommen. Kann man machen, ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm das geholfen, dass es 4 Stunden schneller trocken war. Vielleicht hat es auch gar nichts gebracht so. Wobei, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es nichts gebracht hat. Ich will damit jetzt nur sagen, ja. Ich kenne das so, aber ich kenne da jetzt keine Statistik oder sowas dazu, wie viel das es im Detail bringt. Genau. Aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele Methoden, wie man Heu machen kann. Wer von euch hat schon mal Heu gemacht? Schreibt mir gern eure Variante in die Kommentare, sofern die jetzt von einer von mir schon geschilderten Variante abweicht. Ich bin gespannt, wie viele Kommentare da zusammenkommen. Wahrscheinlich nicht viel, weil ich die meisten Varianten schon genannt habe. Aber ich lasse mich da sehr, sehr gerne auch eines Besseren belehren. So. Aber ich bin ja schon sehr, sehr gespannt, ob Giants es irgendwann schafft, dass wir hier im LS auch ein Feuchtigkeitssystem haben werden. Feuchtigkeitssystem. Kann ich mal ein bisschen näher drauf eingehen, was ich mir persönlich jetzt darunter vorstelle. Vorweg gesagt, natürlich alle Sachen, die irgendwie in Extremrealismus reingehen, sehr, sehr gerne als Option zum Abschalten, wie zum Beispiel Steine sammeln, Flöten und solche Geschichten, weil ich weiß, es gibt ganz viele Spieler da draußen, die sagen, ja, ich will das alles nicht haben. Kann ich auch nachvollziehen. Aber es gibt genauso viele Spieler, die sagen, hey, das brauchen wir unbedingt. Also Feuchtigkeitssystem. Es regnet. Ich habe eine gewisse Bodenfeuchtigkeit, damit ändert sich der Reibwert zwischen Reifen und Boden. Mein Vortrieb ist niedriger. Ich bin ein bisschen langsamer unterwegs. Wenn ich auf einer Straße unterwegs bin, fahre um die Kurve, ist es nass. Ja, ich rutsche ein bisschen. Bremsweg ist länger, all die Geschichten. Aber natürlich auch auf dem Feld. Zum einen, die Pflanzen, die brauchen ja Wasser zum Wachsen. Und haben sie zu wenig Wasser, ja, dann wachsen sie einfach weniger, bleiben kleiner, vielleicht sogar auch optisch. Der Ertrag ist niedriger. Wenn es zu viel regnet, man sein Getreide
zu lange stehen lässt, ja, vielleicht kann es dann auch mal anfangen zu schimmeln oder direkt am Halm auszutreiben. Solche Geschichten. Dann halt auch insbesondere bei der Getreideernte oder beim Heumachen. So. Wer kennt einen Cattle and Crops? Ja, da konnte ich absteigen, konnte hier hingehen, konnte ich Alt drücken und dann hat er mir angezeigt, wie feucht das Ganze jetzt ist. Bin ich dann an eine gewendete Stelle gegangen, dann war das Ganze da schon ein bisschen trockener. Und das Ganze war da halt auch abhängig davon, wie oft habe ich das gewendet, wie viel hat die Sonne geschienen. Ja, scheint die Sonne mehr, dann trocknet es auch schneller. Regnet es zwischendurch mal rein, kann ja auch passieren. Dann war ich davor bei 30%, dann bin ich danach plötzlich wieder bei 50% Feuchtigkeit. Aber auch beim Getreide dresche ich das Getreide zu feucht. Und zum einen hat es dann der Drescher auch schon ein bisschen schwerer beim Dreschen. Aber zum anderen ist dann halt auch die Geschichte, ja, hey, ich dresche jetzt mein Getreide, ich dresche mal an, ich nehme ein paar Körner, lasse davon eine Probe nehmen, beziehungsweise die modernen Drescher haben direkt das Messgerät ja auch schon auf dem Drescher drauf. Was ist jetzt los? Uiuiuiui. Und dann sehe ich da, oh, mein Weizen, den ich gerade drescht, hat 21% Feuchtigkeit. Das ist ein Wert, der ist ein bisschen zu hoch. Dann müsste ich den noch ein paar Tage stehen lassen, bevor ich den dresche. Oder ich dresche den jetzt, dann liefere ich das Getreide aber auch ab und bekomme Abzüge, weil es halt zu feucht ist. Und dann die Genossenschaft, wo ich es abliefere, die muss das noch nachtrocknen. Oder ich habe selber zu Hause einen Trockner, Trocknungsanlage, wie eine Produktion, wo ich mein Getreide reinpacken kann. Und dann kann ich das da drin ein bisschen trocknen, bis es dann so die optimalen 12-13% Feuchtigkeit hat und dann kann ich es zum Bestpreis verkaufen. Wenn ich zu feuchtes Getreide einlagere und ich lasse es da längere Zeit im Silo drin, ohne dass ich es trockne, kann es auch schlecht werden, vergammelt, dann kann ich es nur noch an die BGA liefern. All solche Geschichten, also ich würde es feiern, wenn es reinkommt. Ich habe dieselbe Sache nicht ganz so ausführlich wie jetzt gerade eben ja auch schon in meinem Ideenvideo geschildert. Habt ihr ja mit Sicherheit alle schon gesehen. Ja, ich würde sagen, ich wende jetzt hier mal fleißig weiter. Schreibt gerne euer Feedback zu all meinen Gedanken ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, wenn wir das Ganze dann hier am Schwarten sind und dann mal schauen, was für Ballen das für Pressen. Ich habe ja auch eine neue Presse. Wir haben mehr Möglichkeiten. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.